Geht schon los? Ja, ich habe jetzt auch Aufnahme gedrückt. Oh. So, die Kinder sind gerade oben. Ja. Mal gucken, wie lange das gut geht. Wir haben jetzt aber gedacht, komm, wir setzen uns hin und drehen jetzt ganz schnell dieses Video. Kann chaotisch werden. Mhm. Oder wir ziehen einfach jetzt schnell durch, ne? Mhm. Also, ja, mega. Schön. Das, was ihr gerade fliegen gesehen habt, sind Zettel mit Fragen. Und vielleicht könnt ihr euch an eins meiner letzten Videos von vor zwei, drei Monaten. Die haben wir alle gesehen, ja. Cool, na, ich hoffe es doch. Da haben wir immer zwei richtig krank, peinlich, unangenehme Fragen auch gegenübergestellt. Und da mussten wir uns für eine entscheiden, die beantwortet werden muss. Also und so jetzt, als gemeinschaftliche Partnerschaft. Genau. Und jetzt dachten wir machen es jetzt mal getrennt. Was dein Haar? Lass mich jetzt. Okay. Hier sind gute sowie auch richtig schlimm peinliche Fragen drin. Also wir machen jetzt erst Schnick, Schnack, Schnuck. Und wer verliert, muss die Frage beantworten. Und entweder hat er dann Glück mit einer guten Frage oder Pech mit einer schlechten. Okay, voll krass kompliziert. Schnicker, Schnacker, Schnuck. Mhm. Muss ich jetzt beantworten? Wer zieht denn jetzt? Siehst du, ich hab gesagt, dein Spiel macht keinen Sinn. Womit und von wem wurdest du das letzte Mal überrascht? Boah, das ist ja eine lohe Frage. Ich weiß es. Was? Du warst vor ein paar Tagen... Hast du die Karte jetzt wieder reingetan? Ich hab hier... Das ist jetzt eine gute Frage. Ja, ich hab Glück. Der Julian war letztes Mal mit der Emily im Supermarkt und da kam die wieder und dann hatte sie einen Blumenstrauß in der Hand und hat mir vom Einkaufen Blumen mitgebracht. Ja, und ich habe die ganze Zeit gehofft, pack bitte nicht in die Dorn, pack bitte nicht in die Dorn, das waren nämlich Rosen. Was? Ich hatte die Blumen noch. Nein, ich habe die eben weggeschmissen. Was? Ja, die waren richtig krass vergammelt. Schnick, Schnack, Schnuck. Das heißt, ich muss jetzt beantworten, ja. Egal was. Ja. Was war das teuerste Kleidungsstück, das du dir jemals gekauft hast? Oh. Meine Dior-Schuhe. Ich dachte, deine Jacke? Stimmt. Ich habe mir eine Jacke gekauft für sehr, sehr, sehr viel Geld, weil ich die sehr, sehr, sehr mochte. Sagst du jetzt nicht, wie viel? Du Läppchen. Die hat 2000 Euro gekostet. Ich weiß, es ist komplett krank. Muss ich mich da noch rechtfertigen? Aber es ist deine Lieblingsjacke. Das ist meine Lieblingsjacke, beleidigt mich gerne. Ich mache mich jetzt schon unbeliebt hier. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnuck. Oh, ich mache durchgehend Faust und ich gewinne. Okay. Hast du verloren. Ja, ja, aber... Okay, also ich muss jetzt beantworten, ne? Wohin möchtest du als nächstes reisen? Ich habe einfach so Glück. Ich würde dieses Jahr sehr gerne. Bam! Jetzt eine Antwort! Ich muss mal auf die Malediven reisen, oh, glaube ich. Malediven wäre schon. Das wäre richtig fett. Schnick, Schnack, Schnuck! Jetzt mach doch mal was anderes! Ja, jetzt mach ich was anderes. Schnick, Schnack, Schnuck! Schnick, Schnack, Schnuck! Ah, nee, du musst ziehen! Oh Mann, ey, du bist so lustig! So lustig! Peinlicher Spitzname. Ja, wahrscheinlich Gremlin oder sowas, oder? Kennt ihr die Gremlins? Das hat Julians Schwester irgendwann mal angefangen und meinte, ich würde aussehen wie ein Gremlin. Eigentlich voll ziemlich asozial, ne? Die hat mich jahrelang immer so genannt. Die nennt mich manchmal immer. Warum so. Hat sie dich immer Grammy? Die nennt immer noch stimmt, Grammy. Und dann Grammy, weil einfach. Wahrscheinlich haben wir deswegen unsere Tochter auch Emmy genannt. Oh, das wäre wirklich ganz ja, die... so unbewusst. Schnick, Schnack, Schnuck. Du bist so dumm, wenn du das weitermachst, wirst du jetzt immer verlieren. Ja, du wirst schon sehen. Ich werde deine Psyche analysieren und penetrieren. Was ist dein aktuelles Lieblingslied? Boah, die Leute denken, da sind nur Gute drin. Jetzt gleich passieren nur Bam, Bam, Bam. Mein aktuelles Lieblingslied. Boah, ich habe nie Lieblingslieder, aber ich muss schon sagen, das, was du letztens rausgesucht hast, fand ich schon cool. Mhm. Aber hier das von Martin Garrix. So, wenn du im Auto bist, dann richtig so bum, 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 bum. Pressure. Schnick, Schnack, Schnuck. Boah, echt? Hast du wieder gewonnen mit Faust? Ich muss zugeben, ich hatte vergessen, dass es noch Schere gibt, sonst hätte ich jetzt Schere genommen. Ach, du dachtest, es gibt nur Stein und Papier, oder ja, was? Ich habe einfach gerade gedacht, was zack, was ist das dritte Stein? Oh, was ist das attraktivste Körperteil am anderen? Schon wieder was Nettes. Deine Augen. Echt jetzt? Ja. Das ist aber ordinär geil. Okay, weiter geht's. Julian hat sich gedacht, er muss sich noch kurz zwei Brote reinschieben. Ja, du musst ja eh antworten. Nee, ganz sicher. Doch, und mit welcher Hand willst du jetzt Schnick, Schnack, Schnuck? Du hast gerade verloren. Oh, was ist dein Lieb... Aber sonst alles gut bei dir, ne? Mhm. Was ist dein Lieblings-Bilou-Produkt? Du musst eine Werbung einblenden. Vielleicht, wenn ihr es hoffentlich mitbekommen habt, gab es ja letzte Woche einen neuen Launch. Und ab jetzt gibt es von Bilou auch Trocken-Shampoo. Fancy Berry und Crazy Kiwi gibt es die. Mega geil. Aber es gibt auch noch zwei neue Badesalze und zwei neue Duschschäume. Ich blende es euch ein. Schnick, Schnack, Schnuck. Du lernst doch nie, oder? Was ist das unattraktivste Körperteil am anderen? Wo hast du gerade hingeguckt? Boah, ich habe keine Ahnung, das ist voll die bescheuerte Frage. Wenn man einen liebt, findet man gar nichts unattraktiv.
Keine Ahnung, deine... Meine was? Hände? Hast du was gegen meine Hände? Deine Knie, keine Ahnung. Was ist mein unattraktivstes Körperteil? Deine Füße. Boah, bist du also... Ich mag keine Füße, ich stehe nicht auf Füße, ich mag von niemandem die Füße. Mach jetzt. Schnick, schnack, schnuck. Oh, das war krass. Da hat sich jetzt das Blatt gerade gewendet. Aha. Was ist dein Lieblingscocktail? Boah, das ist, ah, das ist aber unangenehm. Also aktuell trinke ich wirklich sehr, sehr gerne Gin Tonic mit einem Spritzer Limette und einem Spritzer Grapefruit. Schnick, schnack, schnuck! Schnick, schnack, schnuck! Schnick, schnack, schnuck! Hahaha! Wann hast du das letzte Mal dich für den anderen so richtig geschämt? Oh, nee. Das war in Dubai, da wurden wir eingeladen im Burj Khalifa, in dem höchsten Gebäude, in dem geilsten Restaurant auf 600 Meter Höhe. Das Ding war, es war so ein schickes Restaurant, wir wurden da eingeladen und wir wussten vorher aber nicht, dass man sich da auch schick anziehen muss. Und ich hatte halt keine lange Hose an. Wie weit holst du bitte aus? Ja, ich will es ganz kurz erzählen. Es war halt sehr unangenehm, dass wir überhaupt schon da nur reingekommen sind, weil wir eingeladen wurden, weil eigentlich hatten wir einen falschen Dresscode an. Und mussten dann uns in so eine Ecke setzen, weil wir einfach komplett underdressed waren. Dann haben wir eine Flasche Champagner bekommen und ich trinke keinen Champagner. Und die Bibi so, ja, der gute Champagner, und hat den komplett leer getrunken und musste dann auf Toilette. Und das war so schick, der Laden, dass es eine Toilettenbegleitung gab. Und dann so, ja, kam sie an, da habe ich sie zur Toilette begleitet. Die Bibi steht auf. Ja, bam, gegen die Glasscheibe mit dem Kopf zu. Bam, bum. Liegt dann, ja, okay, da so auf dem Boden. Nein, ich bin doch nicht, bin ich auf den Boden gefallen? Du bist voll gegen die Scheibe und dann auf den Boden gefallen. Und dann lag die da wie so eine Schildkröte, sturzbetrunken. Ja, ist jetzt gut, wir haben jetzt genug über diese peinlichen Situationen. Boah, wirklich, aber wie du mit dem Kopf aber dann so bam gegen die Scheibe. Das war jetzt einfach nur unangenehm für mich, als ob ich schon wieder verloren hätte. Dabei hätte ich gerade gewonnen. Schnick, schnack, schluck. Du hast schon wieder reingefallen. Du bist dran. Oh, welches Spielzeug deiner Kinder würdest du am liebsten verbrennen? Welches Spielzeug du am ehesten verbrennen würdest? Boah, warte, muss ich mal kurz. Julians Schwester hat uns, ich glaube, Julians Schwester war es, oder? Hat ich weiß mal nicht, so was ein Keyboard für Kinder geschenkt. Leo hatte nichts Besseres zu tun, als einfach immer nur lauter zu drücken. Piep, 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 piep. Boah, hat und die Matte war schon so längst kaputt. Krass genervt und die Matte war kaputt, man konnte die Tasten gar nicht mehr drücken. Das würdest du gerne verbrennen. Ja. Schnick, schnack, ich zerschneide ein Blatt. Ja? Ja? So. Boah, dieser Junge ist doch nicht mehr normal, ey. Psychologie. Welches große Projekt steht als nächstes bei dir an? Also ich glaube, ich würde sagen, weil es einfach so was komplett Neues ist, was wir halt auch in der Art und Weise noch nie gemacht haben, wo ich mich persönlich auch mega drauf freue, ist, ihr wisst ja, wir haben schon viel die letzten Jahre mit Immobilien gemacht, Wohnungen kaufen, vermieten, einrichten, renovieren, pipapo. Jetzt haben wir uns vorgenommen, selbst Immobilien zu bauen, ne? Mhm. Das Haus haben wir gekauft, als es schon fertig war, das Haus in Spanien, das bauen wir ja auch, aber es ist halt trotzdem was anderes, weil wir es so für uns bauen. Aktuell sind wir gerade dabei, uns so überall, ja, zu connecten, uns über das Thema so ganz genau zu informieren, gucken, was macht für uns Sinn. Wir brauchen Grundstücke. Wo. Das ist korrekt. Ja, wir brauchen wirklich Grundstücke. Es hat in der Tür geklingelt. Ja. Soll ich auch machen? Ich gehe schon. Habt ihr ein geiles Grundstück? Schreibt mir auf Instagram. Ja, aktuell sind wir unter anderem sehr auf der Suche nach Grundstücken. Schnick, schnack, schnuck. Schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Ha? Ha? Du bist. Hoffe, ich will dir das mal greifen, aber eigentlich beantwortest du alles allein. Aber ist ja auch dein Video. Na? Na? Was war deine bestbezahlteste Koop jemals? Gut, dass ich das nicht beantworten muss. Ja, warte. Gut. Jetzt hör doch mal auf. Deine bestbezahlteste Koop. Warte mal, meinen wir jetzt im Verhältnis, also was ich für ein und dieselbe Sache mal am besten bezahlt. Ja, Verhältnis kannst du auch sagen. Generell oder? Du kannst ja beides sagen. Oh, das ist wirklich die unangenehmste Frage aus dem ganzen Spiel. Warte, eine Sache fällt mir ein. Eine Firma hat mich angefragt und wollte, boah, ich weiß es nicht mehr genau, was es war. Ich glaube, die wollten, dass ich einen Tweet like oder irgendwie ein Herz oder irgendwas drauf antworte. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was. Wir haben dem Kunden sogar gesagt, dass das nicht die Reichweite erzielt, die er haben möchte. Genau, ne? Also es war, ich glaube, das war auch irgendwie so, ich war so lange nicht mehr auf Twitter, ich glaube, es war so, dass dann auch nur unsere gemeinsamen Follower das irgendwie... Ja, ich glaube, wenn man der Person geantwortet hat, haben das nur die gemeinsamen Follower gesehen. Ich weiß nicht mehr, es war auf jeden Fall was richtig Lowes. Ich habe auf jeden Fall dafür 5000 Euro bekommen und dann dachte ich mir so, okay, wir haben also das ist Kunden für, im Verhältnis für das, was du gegeben hast,
Das war ja nichts. Also es hat mich genau eine Sekunde gekostet. Und wir haben halt wirklich, wir können wirklich coole Pakete schnüren, wo ihr am Ende auch Reichweite habt, wo ihr auch vielleicht Lust habt, nochmal zu buchen. Nein, wir wollen, dass Bibi auf unseren Tweet antwortet oder liked. Ich weiß nicht mehr, was war. Dafür 5.000 Euro. Und es hat wirklich dem Kunden nichts gebracht. Ja, keine Ahnung, haben halt irgendwie 70 Leute dann geliked oder so. Aber was will man machen, wenn der Kunde das unbedingt möchte? Ja, auf jeden Fall. Das stimmt, das war im Verhältnis auf jeden Fall das Bestbezahlteste. Und sonst generell, ja, keine Ahnung, es fällt mir jetzt schwer auch zu sagen, aber es gibt ja immer wieder Firmen, mit denen ich schon seit sehr langer Zeit zusammenarbeite und die auch relativ viele Kurs auf einmal buchen und dann sind das so größere Pakete und so und dann ist das wahrscheinlich eher sowas, ne? Hast du irgendein Beispiel? Ja, Ocean's Apart. Ja, zum Beispiel auch sehr viel. Ocean's Apart oder der Mediamarkt Werbespot, den wir gemacht haben, ne? Das hat auch echt Spaß gemacht. Das Geile ist, dass die Bibi, glaube ich, gar nicht weiß im Kopf, für wie viel was für was gegeben hat. Das ist korrekt. Aber der Podcast-Deal war auch sehr, sehr cool. Ja, der Podcast-Deal. Ja, und halt so die Kunden, die du halt häufiger irgendwie gerade in Stories oder so hast, ne, die sich häufen. Schnick, schnack, schnuck! Schnick, schnack, bam! Gewonnen! Weil jetzt bin ich mal gespannt. Eigentlich dürfte nichts Positives mehr drin stehen. Welches Bild des anderen findest du am hässlichsten? Auf Instagram. Auf Instagram. So, jetzt hau raus, Julian. Ah. Du musst einfach nach ganz, ganz unten scrollen, Julian. Nee, ich guck jetzt einfach so von den letzten. Also du findest auf das Ding ist, in der Regel finde ich ja alle Bilder super schön, die wir machen, weil ich die auch mit aussuche, mit bearbeite. Meistens sogar der Fotograf bin. Das hier fand ich nicht so cool. Also es war okay, aber ich habe gesagt, ich würde es nicht posten. Bibi meinte, ich finde es mega geil. Und was ich richtig peinlich finde, ist, dass die Bibi halt ihre eigenen Bilder liked. Hast du das jetzt geliked? Ja, da finde ich wirklich sehr unangenehm. Schnickus, Schnackus, Schnuck. Schnickus, Schnackus, Schnuck. Muss ich hier auch? Auseinandergepflückt. Ach man, das macht echt keinen Spaß mehr. Wann hast du das letzte Mal geweint? Blabla. Boah, ich habe, glaube ich, lange nicht mehr geweint. Niemals. Ich habe eine glückliche Lebensphase gerade. Oh, ich habe das letzte Mal nach meiner OP geweint, weil dann hatte ich irgendwann so einen Nervenzusammenbruch, weil alles war so anstrengend, hat so wehgetan. Ich konnte von Julian mit den Kindern nicht helfen. Ich war so fix und fertig. Und so, warum habe ich das nur gemacht? Bereust du es immer noch? Nein, das war auch wirklich nur ein kleiner Moment. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Wirklich, ich verprügel dich gleich, machst mich so aggressiv. Trau dich doch, du Giftzwerg. Womit hast du letzten Monat am meisten Geld verdient? Letzten Monat habe ich wahrscheinlich am meisten Instagram-Kooperationen verdient. Das würde ich auch denken. Das könnte hinhauen. Werbung und so. So, hier ist jetzt noch ein Zettel dran. Schnick, schnack, schnuck. Ah, das wirklich. So, ich weiß, mit wem ich dieses Spiel nie mehr spielen werde. Oder ich habe, glaube ich, drei Fragen beantwortet. Das nächste, weißt du was, das nächste Mal müssen wir einfach mit diesem Dreh... Dann spiel das nächste Mal noch mit deiner Mutter. Hast du schon mal einen Menschen so richtig betrogen? Oh, ich habe eine richtig krasse Story. Ziehst du mich jetzt mit in die Misere? Ich zieh dich mit rein und wir können jetzt auch gemeinsam erzählen als Abschluss, ja? Und zwar haben wir... Boah, ich glaube, da waren wir sogar noch in der Schule oder kurz nachdem wir aus der Schule raus waren. Also waren wir wahrscheinlich so 18, 19 irgendwie. Da hatten wir einen Roller. Den haben wir damals für, ich glaube, 350 Euro irgendwo gebraucht gekauft, ne? Das war schon echt nicht so ein toller Roller. Ich glaube, wir sind da auch ein bisschen abgezockt worden und irgendwann hat er einfach gar nicht mehr funktioniert. Weil du zwei richtig krasse Unfälle hast. Ja, ich hatte wirklich zwei Unfälle, wo ich dann auch ins Krankenhaus musste. Richtig dumm, das habe ich schon erzählt. Einmal beim Starten, so vorne, nium, bumm, Roller auf Bibi drauf. Ist auch egal, auf jeden Fall waren da neue Kratzer durch uns drin und der ist nicht immer angesprungen. Das hat mich mega genervt. Der ist fast nie angesprungen. So, dann habe ich gesagt, komm, wir verkaufen den jetzt. Und dann haben wir den inseriert mit Fotos und Infos und so. Und dann hat sich jemand drauf gemeldet und wollte den gute, angucken. Vorteilhafte Fotos machen. Wollte den angucken, kommen und eine Probefahrt machen. Wir so, fuck, der will eine Probefahrt machen. Was machen wir denn jetzt? Und dann haben wir durch jemanden, der in einer Werkstatt arbeitet, so ein paar Tipps uns geholt. Und dann haben wir die Zündkerze ausgebaut und haben die mit so Schmirgelpapier komplett poliert und sauber gemacht. Der meinte dann zu uns, dass die, dann springt die sehr wahrscheinlich an. Wahrscheinlich nochmal so zwei, dreimal gut an. Und dann
war so gemein. Das war wirklich so asozial. Dann kamen die und fanden, fanden den Roller halt voll gut. Meinten, ja komm, dann machen wir noch kurze Probefahrt. Die haben uns sogar mehr Geld gegeben. Und dann setzt er sich drauf, will anmachen und wir sitzen und dann denken so, oh Gott, bitte lass den anspringen, bitte lass den anspringen. Und dann ist er zum Glück angesprungen, haben eine Probefahrt gemacht, alles war super. Dann haben jetzt habe ich ein richtig schlechtes Gewissen. Nee, ich glaube, wir haben für den gleichen Preis. Nein, wir haben 400 Euro bekommen und haben ihn damals... Als wie 400 Euro? Wir haben 400 bekommen und damals 350 Euro für gezahlt. Nein, wir haben den auch für 300. Wir haben Gewinn gemacht. Wirklich? Ja. Boah, nee, ich schäme mich dafür. Das ist wirklich gemein. Würde ich das von jemandem hören, würde ich sagen, boah, uncooler Schachzug. Aber vielleicht hat der auch immer funktioniert. Oder das war voll der krasse Betrüger, der ist dann nochmal doppelt so teuer. So Leute, das war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich verlinke euch ganz oben in der Infobox unsere neue Podcast-Folge. Schaut da unbedingt rein oder hört rein, besser gesagt. Auf jeden Fall haben wir da einen zweiten Teil, wo wir alles Mögliche zum Thema Influencer sein beantwortet haben. Haben da sehr private Infos auch mit euch geteilt und ich glaube, das ist ganz interessant. Die letzte Folge dazu, Teil 1, war auf jeden Fall sehr gefragt und ist mega angekommen. Und natürlich verlinke ich auch Julians letztes Video. So. Das war's. Viel Spaß. Ananas. So Spaß gemacht.